Hallo, mein Name ist Yannick. Ich schreibe gerade an meinem neuen Buch Maxi. Da geht es um ein kleines Kind, das seine Mutter verliert. Und im Endeffekt soll eben ein positiver Umgang mit dem Tod vermittelt werden. Das ist ziemlich autobiografisch. Ich habe nämlich selbst meine Mutter mit 8 Jahren verloren. Danach Frustessen betrieben, wog mit 14 Jahren ungefähr 115 Kilogramm. Hatte mit Mobbing zu tun. Also all diese Dinge fließen da auch mit ein. Es werden Hinweise gegeben, wie man mit Problemen umgeht, nicht nur mit Mobbing. Und ich möchte gerne bestimmte Lebensweisheiten, wenn du so willst, weitergeben. Und dazu interviewe ich auch Leute. Zum Beispiel auch dich, wenn du sagst, du hast eine einschneidende Erfahrung in deinem Leben gemacht, wo du dies und jenes daraus gelernt hast, dann melde dich bei mir, ich interviewe dich und würde das dann so umschreiben, dass es zu Maxi passt. Es wird jetzt noch was anderes damit reinfließen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen leider meinen Vater auch noch verloren. Deswegen wird dieser Tod da auch noch mit reinfließen. Aber es soll, wie gesagt, ein positiver Umgang mit dem Tod vermittelt werden. Das versuche ich jetzt gerade auch ganz stark zu beherzigen. Und im Endeffekt geht es auch um Maxi darum, egal was dir die Leute sagen, du kannst alles schaffen. Und du kannst ein wunderschönes Leben führen. Das ist noch eine andere Erfahrung, die ich da machen musste. Nämlich meine Lehrerin meinte früher zu meinem Vater, dass ich niemals den Hauptschulabschluss schaffen würde. Und jetzt habe ich die Studienbestätigung übrigens. Aber solche Dinge, wenn Menschen an einen zweifeln, dass einen das so runterzieht und dass der Glaube aber einen sehr viel geben kann. Also mein Vater hat immer an mich geglaubt und deswegen habe ich das alles auch so geschafft. Also Glaube, Liebe und Hoffnung werden auch eine ganz starke Rolle im Buch spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Vielleicht habt ihr auch Lust, bei einem anderen Projekt mitzumachen. Unter www.yannickreimers.de findet ihr noch andere Infos zu anderen Projekten von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, ein Abo hier auf YouTube oder wenn ihr auf meine Facebook-Seite schaut. Da findet ihr nämlich immer die aktuellsten Informationen von mir. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, von euch zu hören. Bis ganz bald.